Watt, Volt, Ampere, ihr hört immer alle möglichen elektrischen Einheiten, wenn es um Elektroautos geht. Man hört, ja, an der Ladesäule kann ich mit 100 kW laden oder das Auto hat eine Batteriegröße von 40 Kilowattstunden. Aber was bedeutet das eigentlich alles? Das erzähle ich euch in dem Video so, dass es garantiert auch jeder versteht. Außerdem am Ende des Videos gibt es noch einen Tipp, wie ihr ganz einfach ausrechnen könnt, wie lange euer Elektroauto denn an einer Ladesäule lädt. Ihr wundert euch vielleicht, was macht er denn jetzt in der Küche? Ich möchte euch das ganze Thema ein bisschen einfacher dargestellt zeigen anhand eines Wasserhahns. Also der Wasserhahn hat ja im Prinzip zwei Komponenten. Zum einen also im Prinzip, wie dick ist die Leitung, durch die das Wasser fließt, und wie viel Druck, also wie stark ist der Hahn aufgedreht. Ja, so ist es im Prinzip ganz genauso beim Strom. Ja, kann man also im Prinzip vergleichen. Statt Wasser fließen dann eben Elektronen durch die Leitung, keine Wasserleitung, sondern dann eben eine Stromleitung, ja. Also, und je nachdem, wie viel Druck und wie groß sozusagen die Leitung ist, landet dann eben mehr Wasser oder weniger Wasser im Becken. Diesen Druck, wenn ich den Hahn aufdrehe, nennt man im Prinzip Volt, also die Spannung. Die Netzspannung ist in Deutschland übrigens auf 230 Volt festgelegt. Also bei der Haushaltssteckdose, und in USA zum Beispiel auf 110 Volt, ja. Und durch Volt wird also angegeben, wie sehr also die Elektronen durch die Leitung gedrückt werden. Also wenn ich wenig Druck habe, fließen also weniger Elektronen. Wenn ich einen starken Druck habe, viel Elektronen. Also wenig Volt oder viel Volt. Die Größe oder die Dicke dieser Leitung ist dann im Prinzip Ampere, also die Stromstärke. Das ist also der Wert, der angibt, wie viel Elektronen in einem bestimmten Zeitraum durch eine Leitung fließen. Also im Prinzip die Menge an Strom. Das ist grob vergleichbar mit der Dicke der Wasserleitung. Ist die Leitung sehr dick, kann natürlich deutlich mehr Wasser durchfließen als bei einer dünnen Leitung. Ampere und Volt hängen also zusammen. Also mit welchem Druck, der ja in Volt angegeben wird, werden also die Elektronen dann durch die Leitung mit der Menge an Ampere dann durchgedrückt. Ja? Also die Kombination aus diesen beiden Werten ergibt dann also die Leistung in Watt. Also Leistung wird dann in Watt angegeben. Machen wir mal eine ganz einfache Rechnung. Und zwar nehmen wir mal die 230 Volt, die wir ja als Netzspannung in Deutschland haben, multipliziert dann eben mit den 16 Ampere, die man so als maximale Ampere im Prinzip an der Haushaltssteckdose hat. Das Ganze ergibt dann also 3680 Watt. Ja, das ist die Leistung. Abgekürzt, weil Kilo bedeutet ja 1000, im Prinzip dann 3,68 Kilowatt. Oft taucht ja auch die Batteriegröße oder eben die Menge in Kilowattstunden auf. Was bedeutet das eigentlich ganz genau? Also in Kilowattstunden wird unser Stromverbrauch im Prinzip angegeben. Das kennt ihr bestimmt aus der Abrechnung aus eurem Haushalt. Ja, da gibt es ja auch immer eine Stromkostenabrechnung in Kilowattstunden oder Kilowattstunden Strompreis. Das ist genau das. Also die Einheit zeigt an, wie viel Kilowatt, also wie viel elektrische Leistung wir pro Stunde verbrauchen. Oder, wenn man das jetzt mal auf die Batterie adaptiert, wie viel Menge an Strom wir in der Batterie dann eben speichern. Nehmen wir wieder unser Beispiel mit dem Wasserhahn. Ja, jetzt stellt euch mal vor, diese wunderschöne, formschöne grüne Gießkanne ist eure Batterie im Auto. Und ihr wollt die Batterie natürlich so schnell wie möglich aufladen. Wir haben ja gerade ausgerechnet, am Haushaltsanschluss hat man mit der vollen Kapazität die 3,68 Kilowatt Leistung. Also drehen wir im Prinzip natürlich hier voll auf, mit hohem Druck alles aus der Leitung rausholen, damit wir nicht lang warten müssen, bis die Batterie voll ist. Ja? Und wenn wir das jetzt eine Stunde lang laufen lassen, bei 3,68 kW, haben wir nach einer Stunde 3,68 Kilowattstunden in der Batterie. Und das Gute ist beim Elektroauto, man hat dann nachher auch nicht so eine Sauerei in der Küche. Jetzt kommt aber der wichtigste Tipp, und zwar, wie findet ihr ganz einfach und schnell raus, wie lange euer Elektroauto denn auflädt? Beispiel, der Renault Zoe, die ich fahre, die hat einen 40 Kilowattstunden großen Akku. Ja? Die normale Haushaltssteckdose, grob aufgerundet, haben wir gerade ausgerechnet, hat 3,7 kW Leistung. Ja, ich kann mein Elektroauto ganz normal an der Haushaltssteckdose laden. Das Beispiel nehmen wir jetzt mal. Wir sagen einfach mal, ich lade jetzt mal 10 Stunden lang meine Renault Zoe an der 3,7 kW Haushaltssteckdose auf, dann habe ich nach 10 Stunden 37 Kilowattstunden und damit ist das Auto im Prinzip so gut wie voll. So einfach kann das sein. Also die Dauer eines Ladevorgangs hängt von zwei Faktoren ab. Zum einen mal die Ladeleistung eben in kW und eben die Batteriekapazität
in Kilowattstunden. Ja? Aber ihr müsst das nicht immer ausrechnen. Die meisten Fahrzeuge zeigen ja an, wenn ihr reinsteckt, im Display des Autos, wie lange der Ladevorgang dauert oder eben auch per App. Ist einfach nur mal eine einfache Berechnung, aber hier noch besser. Als erstes checkt ihr immer, wenn ihr an der Ladestation seid, mit wie viel Leistung im Prinzip an der Ladesäule geladen werden kann. Also die meisten im öffentlichen Raum haben 11 kW zum Beispiel. Nehmen wir das eben direkt mal für unsere Rechnung. Also, ihr teilt immer die Batteriegröße durch die Leistung an der Ladestation. Das ist es eigentlich schon. Ganz einfach, jetzt hier in meinem Beispiel 40 Kilowattstunden, so groß ist der Akku, durch die 11 kW, die an der Ladesäule also im Prinzip zur Verfügung stehen. Das Ganze ergibt dann 3,63 Stunden, also im Prinzip grob 3,5 Stunden, Pi mal Daumen. Ja. An Schnellladestationen geht das auch. Bei der Renault Zoe kann ich jetzt leider nicht schnell laden, aber wir machen das Beispiel. Es gibt nämlich Schnellladestationen mit 100 kW Leistung auf den Autobahnen, damit ihr lange Strecken eben schnell auch bewältigen könnt. Dann machen wir auch mal das Beispiel. Die 40 Kilowattstunden, so groß ist der Akku. Ihr könntet jetzt zum Beispiel mit 100 kW laden, also teilen wir 40 durch 100. Dann kommt als Ergebnis 0,4 Stunden raus, also ist mein Elektroauto in 24 Minuten vollgeladen. Das war ein weiteres Video aus der Serie Einfach Elektroauto. Hier erzähle ich euch alles, was ihr wissen müsst, um mit eurem Elektroauto richtig viel Spaß zu haben. Ja? Schaut unbedingt auch rechts oben in die Infokarten, da habe ich euch auch die Playliste verlinkt oder hier eben auf den Kanal. Denn in dieser Liste Einfach Elektroauto findet ihr eben alle Videos zu dieser Serie. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss. Ja, mit der Batterie kann man aber auch nicht seine Blumen gießen, ne?